Meiner Meinung nach ist es eine Art Lebensaufgabe, sich zu trainieren, so klar wie möglich zu sprechen. Und das wird nicht dadurch erreicht, dass man besonders auf die Worte achtet, sondern das wird dadurch erreicht, dass man seine Thesen klar formuliert und so formuliert, dass sie kritisierbar werden. Die Leute, die zu viele über Worte oder Begriffe oder Definitionen reden, die bringen eigentlich nichts vor, das einen Wahrheitsanspruch erhebt. Also man kann dagegen nichts, eine Definition ist eine reine konventionelle Angelegenheit. Es gibt da eine Einstellung, die meiner Meinung nach überaus, wie soll ich sagen, ruinös für die Philosophie ist. Nämlich die Einstellung, dass man erwartet, dass jedermann die Begriffe, die er benutzt, definieren kann. Was meinen Sie bei Gerechtigkeit zum Beispiel? Dann gewöhnlich weiß er nicht, wie er es definieren soll. Aber das bedeutet doch nicht, dass er nicht weiß, was Gerechtigkeit ist. Also wenn einer zum Beispiel sagt, definieren Sie Mensch, und man gibt ihn als Antwort, Mensch, das ist ein federnloser Zweifüßler oder ein Zweifüßler ohne Federn oder die andere aristotelische Definition, Mensch ist ein vernünftiges Tier. Wissen wir dann mehr was über den Menschen, wenn einer zuerst nicht gewusst hat, was ein Mensch ist, wird das nach der Definition auch nicht wissen. Aber die Definitionen helfen nicht und helfen sicher nicht zur Klarheit. Sie führen nur zu einer prätentiösen, falschen Präzision, zum Gefühl, der spricht besonders präzise. Aber die Präzision ist eine Scheinpräzision und ist nicht wirkliche Klarheit. Aus dem Grund bin ich gegen die Diskussion von Begriffen und gegen die Diskussion von Definitionen, sondern für einfaches Sprechen und klares Sprechen. Und leider Gottes ist diese Forderung von mir sehr weitgehend ignoriert worden. Ich habe besonders in der Open Society, in der offenen Gesellschaft, im Buch über die offene Gesellschaft, habe ich gezeigt, dass die politische Philosophie und die politische Diskussion voller solcher Begriffsbestimmungen ist und Diskussion über Begriffe ist. Und ich habe gesagt, dass man sie ersetzen soll durch eine Diskussion von politischen Vorschlägen. Politische Planungsvorschläge, ich meine nicht Dirigismen, sondern politische Vorschläge, was man eigentlich durchführen soll. Und hier kommt es also nicht auf Worte an. Stattdessen wird in der politischen Philosophie immer wieder darüber diskutiert, was ist Souveränität oder was ist der Staat und ähnliche Fragen, die zu überhaupt nichts führen. Stattdessen sollte man diskutieren, wie weit soll sich der Staat in die privaten Affären der Staatsbürger einmischen und wann soll sich der Staat in die privaten Affären einmischen. Das ist ein Problem, aber nicht, was ist der Staat.